Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Auch wenn es nur ein paar Tröpfchen sind, den meisten Menschen ist das Thema peinlich. Wir sprechen über Inkontinenz, über Harninkontinenz, genauer gesagt. Also darüber, dass man den Urin nicht zuverlässig zu jeder Zeit zurückhalten kann. Was kann man dagegen tun? Das ist unser Thema. Bei mir ist Dr. Daniel Thomas. Er ist Oberarzt in der Urologie am Asklepios Westklinikum Hamburg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Thomas. Und sagen Sie mir bitte, Harninkontinenz. Man fühlt sich ja meistens ziemlich alleingelassen und denkt sich, oh, das habe nur ich, kein anderer auf der Welt. Aber so ist es gar nicht, oder? Genau, und das ist nämlich eigentlich das Problem. Weil wenn man die letzten Statistiken sieht, sind in Deutschland ungefähr 9 Millionen Mitbürger von Harninkontinenz betroffen. Also das ist doch eine riesige Menge an Menschen, die einfach dieses Problem haben. Aber das Problem ist eigentlich, keiner spricht drüber, weil jeder denkt, oh Gott, ich verliere Urin, das kann ich niemandem erzählen. Aber wenn die Leute wüssten, dass eigentlich sehr viele darunter leiden und dass man auch sehr viel tun kann, würden einfach mehr kommen und würden sich Rat und Tat holen. Ja, Schwangere kennen das vielleicht in einer gewissen Phase ihrer Schwangerschaft, kurz danach. Aber eigentlich ist Inkontinenz auch eher eine Sache des Älterwerdens, oder? Ja, man hat es untersucht und wenn man sich die Altersverteilung anguckt, dann sieht man, dass die über 60-Jährigen 40% dieses Problem haben. Der größte Teil sind Frauen, weniger Männer und die meisten haben ein Problem mit dieser sogenannten Belastungs- oder Anstrengungsinkontinenz, das heißt beim Husten, beim Lachen, beim Schwerheben verliert man Urin. Ja, genau, damit kommen wir jetzt eigentlich zu den Ursachen. Also warum verliert man Urin? Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, die uns der Körper da aufgeben kann. Welche sind das? Also es gibt verschiedene Formen von Inkontinenz. Das ist einmal die Belastungsinkontinenz oder die Stressinkontinenz. Das heißt, man kann den Urin bei körperlicher Belastung, beim Husten, beim Lachen, wie gesagt, beim Treppensteigen, beim Sportmachen nicht mehr halten und man verliert einfach Urin. Dann gibt es eine andere große Gruppe, das ist die Urge-Inkontinenz, also die Drang-Inkontinenz. Das heißt, bei einer kleinen Blasenfüllung bekommt man den Drang, man muss auf die Toilette gehen. Teilweise kann dieser Drang so stark sein, dass man den Urin gar nicht mehr halten kann und man verliert einfach Urin. Und dann gibt es noch verschiedene Mischformen bzw. eine neurogene Inkontinenz. Das heißt, dass da irgendwas in der Nervenfunktion fehlgeleitet ist. Aber die Hauptprobleme sind eigentlich die Belastungsinkontinenz und diese Urge, also diese Dranginkontinenz. Lassen Sie uns über die noch ein bisschen reden. Diese Belastungsinkontinenz, die wird ja gerne auch als Stressinkontinenz bezeichnet, genau. Aber das hat ja mit dem psychischen Stress überhaupt nichts zu tun, sondern die Blase hat Stress, ne? Ja, das ist, also mit der Psyche hat es überhaupt nichts zu tun. Das Problem ist, Kontinenz kommt dadurch zustande, dass man ein Zusammenspiel im kleinen Becken von Muskeln, von Bändern und auch von der Harnröhre und von dem Schließmuskel hat. Und wenn in diesem System irgendetwas nicht mehr funktioniert, dann tritt bei Druckerhöhung im Bauchraum, tritt die Harnröhre tiefer und man verliert Urin. Das kann irgendwie sein, dass bei einer Frau nach mehreren Geburten der Beckenboden, ich sag's mal umgangssprachlich, ausgeleiert ist, einfach, dass da zu wenig Widerhalt ist. Es kann sein, dass es irgendwelche Operationen im kleinen Becken gab oder es kann natürlich auch, muss man leider so sagen, durch den normalen Alterungsprozess ist die Spannkraft im Beckenboden nicht mehr so da und man hat ein hohes Risiko an Inkontinenz zu leiden. Das heißt also, man ist deshalb kontinent, also dicht sozusagen, weil die Harnröhre senkrecht unter der Blase steht. Und wenn es absinkt, dann ist die eher so diagonal? Ja, man kann sich vorstellen, die Harnröhre ist wie ein Rohr und wenn dieses Rohr tiefer tritt, und dann verliert man Urin. Und normal hat man einen Bindegewebskörper, der quasi diese Harnröhre unterstützt. Das heißt also Belastungsinkontinenz, zu viel Druck obendrauf, kann man das so sagen? Ja. Oder eben auch älter gewordenes Gewebe? Genau. Wollen wir jetzt mal älter geworden? Ja. Es ist eher dann, wenn irgendwie in diesem Zusammenspiel im Schließmuskelapparat, wenn da ein Problem ist. Ja. Baut sich dann diese
Also um das mal so vom Symptom her zu schildern, also was merkt davon der Patient? Muss der dann wirklich auf die Toilette oder ist die Blase dann wirklich voll, wenn er muss? Oder ist das? Nee, bei der Belastungsinkontinenz ist es einfach so, die Blase ist, sage ich mal, mittelmäßig gefüllt, ja. Und man hat jetzt die schwere Einkaufstasche, die man jetzt vom Auto die in den zweiten Stock trägt, okay. Und dann merkt man, oh Gott, oben, ich bin angekommen, die Einkaufstüte ist zwar oben, aber die Hälfte vom Urin liegt irgendwo unterwegs. Aber dann ist das, glaube ich, bei der sogenannten Dranginkontinenz anders. Also was ist da nochmal genau die Ursache? Dranginkontinenz ist ja so, die Blase ist ein Muskel und die soll sich in der Zeit, in der die Nieren den Urin produzieren, soll die Blase sich ja entspannen und soll den Urin aufnehmen und die soll auch bis zu einem gewissen Füllungsgrad, soll die Blase quasi ruhig sein. Und bei dieser Dranginkontinenz ist genau das Problem. Die Blase sendet eigentlich verfrühtes Signal, ich bin voll, und das Gehirn reagiert, oh, die Blase ist voll, die muss ich entleeren, und dann zieht sich die Blase zusammen und dann verliert man Urin. Aha, das heißt also, das ist dann nicht so ein unwillkürliches Wegtröpfeln, wo man nachher denkt, die Wäsche ist nass geworden, sondern man hat wirklich das Gefühl zu müssen, genau. Jetzt und genau. Sofort, und man muss dann auch tatsächlich. Genau, das ist sofort. Dieser imperative Handdrang, das heißt, man ist beim Netto-Einkaufen, man steht in der Schlange und man merkt, oh Gott, ich merke jetzt diese Dranginkontinenz, also ich merke diesen wahnsinnigen Drang, Urin lassen zu müssen, und oft kann man das auch nicht mehr beherrschen. Yeah. Der Drang ist dann so stark, dass er einen selbst beherrscht, und dann kann es auch passieren, dass man Urin verliert. Was für eine Einschränkung der Lebensqualität, das oder? Ist eine wahnsinnige Einschränkung. Ich habe viele Frauen, die haben immer ihre Tasche dabei, nicht so eine kleine Tasche, sondern wirklich eine große Tasche, und da ist dann eine extra Unterhose, eine extra Hose und extra Binden dabei, weil die Patientin leider oft das Problem hatten, gerade beim Einkaufen. Sie stehen in der Schlange und warten und merken, oh Gott, jetzt kommt wieder so ein Drang. Und dann sind die nass, und da fühlen sich natürlich viele peinlich berührt und denken, oh Gott, jetzt haben alle gesehen, ich stehe hier beim Einkaufen und bin klitschenass, ich habe Urin verloren. Und das ist natürlich auch ein Problem. Die meisten schämen sich und denken, oh Gott, da kann ich eigentlich mit keinem drüber sprechen. Und wenn man sich dann doch entscheidet, mit Ihnen darüber zu sprechen, was tun Sie dann? Ich nehme mir viel Zeit, weil diese Inkontinenzdiagnostik und Behandlung ist mir sehr wichtig, weil, wie am Anfang gesagt, es sind wahnsinnig viele Leute, die da ein Problem haben, und oft kann man mit kleinen Dingen viel bewirken. Was ich mache, die Patienten kommen zu mir, die bekommen im Vorfeld verschiedene Fragebögen, einfach, dass ich mir ein Bild machen kann. Ich nehme mir Zeit, ich spreche mit den Patienten, mache eine gründliche Anamnese. Ich frage bei Frauen nach Geburten, waren das schwere Geburten? Haben sie irgendwelche Operationen im kleinen Becken? Anamnese ist wichtig. Dann kommen natürlich verschiedene Untersuchungen von einer ganz normalen, sage ich mal, Harnstrahlmessung, dass man Ultraschall macht von den Nieren, und falls nötig, dass man natürlich auch noch invasivere Diagnostik macht, das heißt, dass man zum Beispiel auch mal in die Blase reingucken muss oder eine sogenannte Blasendruckmessung machen muss. Warum muss man in die Blase reingucken? Es kann zum Beispiel sein, dass bei so einer Dranginkontinenz, dass man einen Stein in der Blase hat und merkt es eigentlich gar nicht. Es kann auch sein, was man selten sieht, aber das gibt es auch, dass man einen bösartigen Tumor in der Blase hat, und dieser Tumor reizt die Blase und daher kommt diese Drangsymptomatik. Das heißt für mich, wenn ich den Verdacht habe, da könnte ein Tumor sein, empfehle ich einfach, dass man einmal in die Blase reinguckt und guckt, ob da in der Blase in Anführungszeichen alles in Ordnung ist. Muss man mehr tun, als Medikamente zu geben und vielleicht sich an andere Lebensregeln zu halten? Ich sag mal, weniger trinken? Was ich immer empfehle, ist ein Stufenprogramm quasi. Dass ich erstmal eine ausgiebige Diagnostik mache, erst mir mal ein Bild verschaffe, dann habe ich meine Diagnose, was liegt vor, ist es eine Belastungsinkontinenz, ist es eine Drangsymptomatik, und dann geht's los, was kann man tun? Oft sind es auch kleine Sachen, dass man eine Lifestyle-Änderung durchführt. Es gibt zum Beispiel Patienten, hatte ich auch schon, die trinken 2 Liter Kaffee am Tag. Dann ist natürlich klar, wenn man 2 Liter Kaffee am Tag trinkt, dann muss man häufig gehen. Und dann reicht es oft schon aus, wenn man da einfach ein bisschen an der Stellschraube dreht. Wenn man übergewichtig ist, dass man zum Beispiel abnimmt, da kann man viele Sachen machen. Oder auch zum Beispiel Beckenbodengymnastik. Und wenn diese Sachen nicht ausreichend sind, dann ist immer der nächste Schritt, dass man versucht, mit Medikamenten die Symptomatik in den Griff zu bekommen. Zum Beispiel bei der
bei dem imperativen Harndrang gibt es verschiedene Medikamente, welche die Blase dann dämpfen. Mhm. Wenn diese Blasendämpfung nicht ausreicht, hat man auch noch bei dieser Urge, also bei dieser Drangsymptomatik, die Möglichkeit, dass man in die Blase Botox spritzt. Wir spritzen das nicht ins Gesicht, sondern wir spritzen das in die Blase. Das hat eigentlich genau die gleiche Wirkung wie im Gesicht. Dieses Botox bewirkt eine bewusste, teilweise Lähmung der Blase. Und somit wird diese Drangkomponente gesenkt. Und wenn das alles nicht hilft? Da gibt es dann noch als nächsten Schritt, gibt es auch einen Blasenschrittmacher, den man implantieren kann. Das ist eine in Anführungszeichen bisschen aufwendigere Operation, aber wenn dieses System mal installiert ist und wirkt, läuft es autonom und man sieht von außen gar nichts. Man implantiert dünne Elektroden im kleinen Becken und dann hat man einen Schrittmacher, so wie manche Patienten einen Herzschrittmacher haben, gibt es einen Schrittmacher für die Blase. Das ist eigentlich genau auch die gleiche Firma, die die Herzschrittmacher und auch den Blasenschrittmacher herstellt. Und dieser Schrittmacher sendet 24 Stunden rund um die Uhr Signale für die Nerven im kleinen Becken und moduliert somit diese nervale Fehlfunktion. Sie sagen, das ist eine aufwendige Operation? In Anführungszeichen aufwendigere. Die Operation ist zweigeteilt. Der erste Schritt ist, dass man eine Testelektrode bekommt und am Anfang hat man den Schrittmacher nicht implantiert, sondern man trägt den Schrittmacher außerhalb. Mhm. Man hat eine Testphase, die ist zwischen 1 und 2 Wochen. In dieser Zeit testet man das System, ob es bei einem auch wirklich Erfolg hat, weil das ist ein Mini-Nachteil von dieser Geschichte. Man kann vorher nicht sagen, ob man Erfolg hat oder nicht. Natürlich haben wir sehr gute Erfolgsaussichten, aber man kann nicht durch irgendwelche Untersuchungen vorher sagen, bei Ihnen wirkt es und bei Ihnen wirkt es nicht. Man muss es ausprobieren. Und wie lange dauert diese Testphase? Die Testphase so zwischen 1 und 2 Wochen. Und wenn man dann wirklich einen entsprechenden Effekt erzeugt und dann wird der Schrittmacher wirklich implantiert. Und sieht man den dann irgendwie? Der Schrittmacher liegt eben unter der Haut im Po-Bereich. Also den sieht man von außen nicht. Man kann danach alles machen. Man kann Fahrrad fahren, man kann schwimmen, man kann tauchen, Fallschirm springen. Also da gibt es keine Restriktionen. Und ich glaube auch, der ist nicht nur für die Blase gut, oder? Genau, weil es gibt auch, wenn man Probleme mit dem Enddarm hat. Mhm. Es sind die Nerven, die den Enddarm versorgen auch die Blase. Und ich habe auch schon Patienten gehabt, die Probleme mit dem Enddarm gehabt haben und mit der Blase. Und dann konnte man quasi 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil der Schrittmacher moduliert nicht nur die Nerven für die Blase, sondern auch die Nerven für den Enddarm. Um es kurz noch zu erwähnen, es gibt ja auch noch andere Methoden. Es gibt ja noch den künstlichen Blasenschließmuskel, es gibt noch Bänder. Genau. Wofür? Diese Bänder unterstützen die Harnröhre, die implantiert man, wenn man eine Belastungs-, also diese Stressinkontinenz hat. Diese Bänder unterstützen dann die Harnröhre, dass die Harnröhre nicht tiefer tritt. Mhm. Und den künstlichen Schließmuskel kann man zum Beispiel implantieren. Es gibt ja Patienten, die aus Tumorgründen musste man die Prostata entfernen. Und da gibt es leider heute auch immer noch die Nebenwirkung, dass man danach inkontinent sind. Und zum Beispiel für so einen Mann ist dann ein künstlicher Schließmuskel gedacht. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!